Leute und willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Beziehungsweise die meisten von euch sehen diese Folge, wenn sie letzte Folge gesehen haben, weil die nehme ich direkt auf. Habe ich aber schon gesagt, ich habe euch aber gar nicht gesagt letzte Folge, was ich in dieser noch machen wollte. Und zwar wir haben nur eine Mission zur Wahl und das ist die da, dass wir, glaube ich, John aus dem Knast retten. Sadie Adler. Sadie hat dich gebeten, dich mit ihr in Cooperhead Landing zu treffen, um von dort mit dem Boot zum CCK-Gefängnis zu fahren und John zu retten. Übrigens, hier haben wir es. Ein Boot fährt man. Fahren. Aber gut, das Bild sieht vielversprechend aus und sieht aus, als ob wir gar keine Chance hätten. Ich habe es schon markiert. Das ist das, was wir machen. Ich gehe kurz auf mein Pferd drauf. Und dann, scheiße ich mal, reite ich dahin wieder alleine. Ohne euch. Ich habe nämlich nicht viel zu sagen. Und ja, wie letzte Folge gesagt, diese Folge kommt direkt nach, also ihr werdet die hier, seht ihr safe, spätestens eine Stunde später als die letzte, also die kommt am gleichen Tag raus. Aber sonst habe ich nicht viel zu sagen. Sonst eigentlich empfehle ich euch die letzte Folge anzuschauen. Da haben wir nämlich das Kapitel 5 abgeschlossen. Ich will auch nicht so viel verraten, weil die meisten von euch haben wahrscheinlich eh die letzte Folge gesehen. Ich habe übrigens, glaube ich, gerade die Kamera verschoben, aber egal, ich muss jetzt eh einen Cut machen. Dann sehen wir uns, wenn ich dort bin. Bis gleich. So, ich bin jetzt auch da. Also, gleich. Deswegen, ach, hier ist jetzt irgendein böses Tier, ernsthaft? Boah, egal. So, was ich auf jeden Fall nochmal fragen wollte, das habe ich zwar letzte Folge schon gefragt, aber nochmal hier. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es nervig findet, dass man meine Knöpfe im Hintergrund hört, also vom Controller, oder ihr es gut findet, weil ich mache das extra, ich kann es aber auch wegmachen, also ich kann damit aufhören. Wenn ihr wollt, das mache ich nämlich nur damit, das gefällt mir einfach, wenn man das im Video hören kann, wie schnell ich auf was drücke oder so. Ich muss, dein Scheiß ernst, ich hatte schon so Probleme. Kann mir bitte eine Anleitung kommen, wie man das macht? Also erstmal die Richtung drehen, das. Nein. Oh mein Gott, ich werde so lang daran. Digga. Muss ich es noch machen? Nee, oh Gott, ich wollte gerade schon sagen, das hätte locker 10 Minuten schon vom Video ge... Alter, guckt euch das an. Ja, wir sind jetzt da. Super. Das ist richtig... Wir müssen auch mit dem Boot wieder weg, oder? Nett. Und jetzt? Rüber zum Wachturm. Begib dich zum Wachturm. Ja, den bringen wir jetzt um, aber ohne Schießen am besten. Digga, wir können auch mal auf der Map gucken, wo wir sind, ne, übrigens. Fliehen. Ah, ah. Das könnt ihr hinten drauf, also das wäre Schaden, hat. Ja, ich renne einfach hier mit dir, das ist doch scheißegal, ob ich mich ducke oder nicht. Ehrlich jetzt. Ich wurde noch nie, glaube ich, höchstens einmal wegen Nicht-Ducken erwischt. Im Sinne von Mission. Ne? Ohne Mission, weißt du es jetzt nicht? Erledige den Wachenposten. Ja, dafür muss ich doch hochgehen und den Natzen mit dem Messer. Da rüste ich Messer aus. Also, als erstes. Ja, okay, der ist aber auch dumm wie Stroh. Könnte ich bitte wissen, was für eine Waffe das ist? Rolling Block Gewehr, nee, das haben wir schon. Waffen übrigens, glaube ich, haben wir schon alle gefunden, deswegen, oh mein Gott, was machst du? Hä? Hebe das Gewehr. Ich muss das Gewehr aufheben. Deswegen, ernsthaft, wozu? Hä? Auch wenn es ein Sniper-Rohr, also ein Zielfernrohr hat, Bruder.
Ja, ich habe doch auch ein. Ich hab, erstens habe ich auch ein Fernglas. Und zweitens. Oh, ich habe mich geduckt. Falscher Knopf. Ja, komm. Ja, jetzt ist. Hallo, nimm es doch. Hä? Jetzt. Ja, wo soll ich nach ihm suchen? Da, guck mal, Peng, ich könnte den richtigen Headshot verpassen. Enter? Beseitigt die Wachenposten. Warte. Wachenposten. Meinen Sie damit die Türmen? Nee, die meinen wirklich die Wachen damit. Ja, aber dann. Ja gut, dann fetze ich erstmal den auf dem Pferd. Zweitens hebe ich meine Waffe wieder auf. Ey, willst du mich verarschen? Du weißt schon, wenn sie uns erwischen, was Teil der Mission sein kann, sind wir am Arsch. So ernst? Hä? Ich dachte, wir sollen schauen, ob John dabei ist. Bist du dumm? Also ich glaube, du bist dumm. Da war übrigens kein John dabei, sonst wären wir zu ihnen gerannt, schätze ich mal. Ja, und die fliehen mit unserem Boot, oder was? Ja, ich habe sie gesehen. Ja, Digga. Oh mein Gott. Hallo. Ach, Digga. Alter Falter, was geht hier ab? Digga, wegen einem Typen lassen sich alle, sag ich jetzt mal, töten. Ich sag jetzt mal, töten, die sterben hier nicht. Doch, die sterben. Die sind echt tot. Also auf der Map werden sie als tot markiert mit so Xen wie normalerweise. Digga, diese Musik dabei. Oh mein Gott, Digga. Was ist das, Junge? Da vorne zieht ein Kopf und du drehst dich weg von ihm. Das ist nicht so toll. Zumindest finde ich das nicht toll. Was machst du? Der läuft irgendwie so merkwürdig. Also. Bruder, da willst du rein. Als ob sie das Tor so easy öffnen würden. Wegen einer Person. Ich meine, wir haben. Guck mal, die ist jetzt auch tot. Soll ich ihn umbringen oder was?
Digga. Oh. Achso, lol. Den haben wir jetzt ernsthaft gehen lassen? Das war echt. Wieso haben wir den jetzt so schnell gehen lassen? Das war doch voll dumm. Also erstens, ich hätte ihn entweder erschossen, auch wenn es brutal ist, aber es wäre das Sinnvollste. Oder B, ich. Oh mein Gott. Bitte sag mir, ich habe so wenig Leben noch. Habe ich noch den OP-Trank? Ja, hier, den nehme ich dann jetzt lieber. Und ich muss auch irgendwas essen, was mir Leben gibt oder trinken, wenn es sein muss. Hier ist einfach Kekse. Zack, zack. Oh, das war schön. Der ist auch schön gestorben. Das hat man noch in der gleichen Sequenz gesehen sogar. Bin mir zwar nicht sicher, ob durch mich, aber die sind beide gestorben. Ja, wollen wir alle umbringen oder was? Das sind doch Millionen gefühlt. Also, wenn es sogar eine Mission unendlich eingestellt habt, dann. Ich wette, das Boot ist weg, weil die anderen es genommen haben. Digga, hier sind so viel. Alter, wie hell! Ich kann so kein Dead-Eye nehmen. Sorry, so wird es nichts. So kann ich auf mein Dead-Eye knicken. Wir trinken nochmal so ein Heart Potion. Oder wie das auch immer heißt. Ich nenne das jetzt mal so. Das war ein schöner Schuss. Aber wir müssen weiter. Ist so dumm. Können wir nicht beide Revolver benutzen? Alter, wie viele! Und die wollen wir. Also das schaffen wir nicht. Ich muss nochmal so einen Trank trinken, das wird nichts. Also komm. Ja, okay, der ist eh tot. Das war really. Das war richtig wack. Wie lange lebst du? Geht doch. Ja, wir hatten ein Boot. Ob wenn's noch, ob's noch da ist, weiß ich nicht. Eskortiere Sadie und John zum Ruderboot. Ja, ich hoffe mal, dass es noch da ist. Ich bin mir so sicher, dass es nicht da ist. Dann müssen wir irgendeinen anderen Weg nehmen. Ja, komm einfach. Run. So bin ich so schnell. Ich bin einfach using Boat. Das ist noch da. Als ob. Ja, und wie benutzen wir das jetzt? Okay, das war ein schöner Schuss. Du bist viel zu nah dran. Dich muss ich auf jeden Fall wegräumen. Dich aus Spaß schieße ich an. Komm. Ey, diese Waffe ist. Okay, das ist ein Pferd, das lassen wir gehen. Das hat nichts Böses gemacht, so wie ihr. Ach, das war's. Schön. Ja, das war eigentlich. Der sieht so dead aus. Ja, geh aufs Pferd doch drauf dann. Ja, Digga. Ist da noch ein Pferd? Ach, egal, fuck, scheiß drauf. Jupp, ich folge dir.
Stimmt, der weiß es ja gar nicht. Ja, Digga, der checkt gar nicht. Ja, untergegangen. Bei mir wird es auch gleich wieder laut, deswegen mache ich kurz einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. So, das war's dann. So, so. Ja, Dutch entwickelt sich böse. Aber naja. Wir haben John auf jeden Fall befreit und das ist eigentlich voll erfolgreich. Also wir haben ja kaum was verloren. Ein paar Tränke, ja. Aber ich habe jetzt mehr erwartet. Und das Gefängnis war jetzt nicht das Gefängnis, worüber ich dachte. Also das könnte ja gefühlt jeder in dieser Zeit machen. Ein Ruderboot sich besorgen, hingehen, irgendeinen Kopf als Schutz nehmen. Und das war es dann. Das mehr haben wir ja nicht wirklich gemacht. Er rastet dir übelst aus, als er ihn gesehen hat, Bruder. Es ist irgendwie ganz, ganz wild. Och, jetzt wird es nochmal laut, aber ist okay. Ach, das ist immer mein Hund, Max. So, was ist das für eine Szene? Ein Wolf. Ein Wolf. Wie süß. So, schön. Haben wir nicht relativ viel hinbekommen. Schön, ne? Ah. Cornwall? Müssen wir das noch machen? Sonst würde ich jetzt aufhören. Schön. Okay. Okay. Schön. Alter, gesucht, tot oder lebendig. Hier auch. Blackwater schon längst. Und hier oben kann man wegpayen in Valentine. Und hier oben gibt es überhaupt was? Ach, ich glaube nicht. Wir sind überall, außer in Rhodes und Valentine, zu Tode gesucht worden.
Hier, tot, lebendig, Blackwater sowieso. Strawberry haben wir noch frei. Aber gut. Und Annesburg ist relativ schnell ausgegangen. Aber gut. Wir haben zwei Aufgaben. Einmal haben wir Leportstraße. Strauß möchte mit dir sprechen. Das werden wir erstmal drauf scheißen. Wir machen Maika Bell. Maika möchte mit dir sprechen. Und auf dem Bild sieht es aus wie ein Kampf. Deswegen könnt ihr schon mal auf den Kampf vorbereiten, denke ich mal. Okay. Auf jeden Fall hoffe ich aber, euch hat diese Folge Red Dead Redemption 2 gefallen. Die letzte ist ja, die mache ich ja direkt nach der letzten. Aber gut, deswegen kommen zwei hintereinander, aber sonst gibt es keine Erklärung dafür. Das ist so der Grund, falls ihr euch fragt, warum kein Mod Rock kommt. Morgen kommt dazu mal wieder Mod Rock Folge 3. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat diese Folge Red Dead Redemption 2 gefallen. Gibt noch dafür mehr Red Dead Redemption 2. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht getan habt, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und ihr könnt meinen TikTok auschecken, in der Videobeschreibung packe ich euch den Link dazu nochmal. Ebenfalls könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr es nervig findet oder nicht, dass man den Knopf hört. Ich finde es eigentlich ganz cool, deswegen mache ich das einfach dabei. Wenn ihr es nicht hören wollt, sagt mir Bescheid und ich regle das. Bis nächstes Mal und ciao, Leute.